Magische Wohnaccessoires. Praktische Alltagshilfen. Und die neuesten Apps fürs Handy. Warum unsere Sexiest Woman Alive plötzlich 30 Kilo dicker ist. Heute bei Colleen checkt. Liebe Herren, Sie sind gerade auf dem Weg in die Ehe und würden gerne wissen wollen, wie Ihre zukünftige wohl in 10 Jahren aussieht. Kein Problem mit dem Fat Booth. Testpersonen sind Julia und Daniel. Das Pärchen ist seit 2 Jahren zusammen und so verliebt. Bis jetzt noch, denn diese App für Smartphone kann Beziehungen zerstören. Colleen schießt ein Foto von Julia, den Rest macht der Fat Booth. Grauenhaft. Das sollte nicht passieren, nein, oder? Das wird nie passieren. Dann wollen wir doch mal schauen, was du zu deiner Freundin in Dick sagst. Das ist der größte Albtraum, glaube ich, oder? Ja, würdest du sie denn so immer noch lieben? Nein, auf keinen Fall. Was? Du würdest Schluss machen, wenn sie so aus... Ich würde es gar nicht so weit kommen lassen. Ich habe sie anders kennengelernt. Also, wenn sie irgendwann mal 3 Wochen in Urlaub fährt, all inclusive, dann kommt sie zurück. Sieht so aus. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich würde sie nicht wiedererkennen. Aber ich würde so tun, als wenn ich sie nicht mehr kenne. Brille ab. Dein Liebesbeweis war das nicht, Daniel. Mal schauen, wie Rebecca auf ein Foto von sich mit 30 Kilo mehr reagiert. Vielleicht ist es ja in 20 Jahren soweit, oder? Was würde dein Freund dazu sagen? Bloß weg hier. Bloß weg hier? Der würde sofort wegrennen? Wahrscheinlich, ja. Echt? Du hast dir gerade einen leckeren Krok geholt? Nee, einen Dürumdöner. Einen Dürumdöner. Isst du denn gerne? Ja. Willst du mal wissen, wie du aussiehst, wenn du 20 von diesen Dürumdönern gegessen hast? Ja. Na dann, Mahlzeit, lass es dir schmecken, Alex. Und du musst dir keine Sorgen machen. Der Fat Booth macht sogar aus den schönsten Menschen der Welt eine 120-Kilo-Bombe. Insgesamt eigentlich eine ganz lustige Geschichte, kostet nur 79 Cent und dafür kann man den Spaß ruhig mal mitmachen. Der Fat Booth. 79 Cent für die dicke Colleen, Note 1 für den Fat Booth. Ich möchte ja nicht angeben, liebes TAF-Publikum, aber ich kann übrigens zaubern. Ja? Glauben Sie nicht? Ich beweise es Ihnen. Und zwar kann ich nämlich die Erdkugel schweben lassen. Gucken Sie mal hin. Es ist tatsächlich ein wenig magisch. Die Erdkugel wird weder mit Fäden noch mit anderen Tricks in der Luft gehalten. Es ist pure Physik. In der Platte und der Kugel sind Magnete, die den Schwebezustand bewirken. So eine Weltkugel ist ja gut und schön, aber wir wollen doch mal sehen, ob dieses Gerät auch alltägliche Dinge hält, wie zum Beispiel meine Fernbedienung. Es geht! Was im Grunde eine nette Idee ist, hat leider ein großes Problem. Bis die kleine Magnetplatte endlich einmal schwebt, vergehen manchmal Stunden. Zumindest Colleen ist nach anfänglicher Euphorie am Ende nur noch genervt. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, wenn es geht, dann ist es super und ist auch eine ganz lustige Idee. Aber man braucht ungefähr 500 Versuche, bis es endlich mal schwebt. Insofern, Idee gut, Umsetzung, naja, es geht so. Hübsch, aber sinnfrei und für knapp 100 € definitiv zu teuer. Deshalb testet Colleen jetzt was Praktisches, das Kino für zu Hause. Der Film wird dabei ganz einfach an die Wand projiziert. Ihr habt nur einen alten Röhrenfernseher zu Hause rumstehen, habt aber euren Schwarm zum romantischen Videoabend eingeladen. Kein Problem mit diesem kleinen Gerät hier, denn das ist ein Smartphone-Beamer. Das unbequeme Betrachten gespeicherter Lieblingsfilme auf den kleinen Handybildschirmen soll damit ein Ende haben. Das Smartphone wird einfach auf den Beamer gesteckt, kurz auf Start gedrückt und schon kann es losgehen. Doch was nach kurzer Zeit auffällt, das Bild ist zu dunkel und auch nach mehrmaligem Nachstellen immer etwas unscharf. Also das Bild ist eher so mittelmäßig, man sieht nicht so richtig gut. Außerdem kann man das auch nicht so richtig groß ziehen. Das ganze Gerät ist auch sehr teuer, 300 € finde ich definitiv zu viel Geld dafür. Die Idee ist ganz gut. Ich glaube, da muss man noch ein paar Jahre dran arbeiten und dann wird es auch irgendwann gut werden. Im Moment aber eher so, ich sag mal, 3- für dieses Gerät hier. Wer gute Sicht haben will, muss eben doch ins Kino. Wenn nicht die Fahrt dorthin oft in einer Tiefgarage enden würde. Denn dort unten ist es bekanntlich sehr eng. Nicht wahr, Colleen? Sie kennen das ja bestimmt. Wenn Frauen versuchen einzuparken, endet das oft in einer Tragödie. Ich habe mein Auto bestimmt schon 1 Million Mal gegen die Tiefgaragenwand gesetzt. Aber damit ist jetzt Schluss, dank diesem Teil da vorne.
Denn dieses Gerät soll Schluss machen mit der Delle im Blech. Die Einparkhilfe zeigt mit ihrem Bewegungssensor wie eine Ampel an, wann die Mauer zu nahe kommt. In jeder Situation. Es funktioniert. Ich bin total begeistert. 24,95 € kostet dieses Gerät. Und ich nehme das jetzt am besten direkt nach Hause, weil ich kann es sehr gut gebrauchen. Beide Daumen hoch. So günstig gibt es keine neue Lackierung. Simple Idee, perfekt umgesetzt und nicht nur für Frauen geeignet. Colleen ist heute trotzdem ein wenig unzufrieden. 4 Tests und dabei nur 2 Top-Ergebnisse. Aber zumindest war kein Totalausfall dabei.